Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Antonia Albers und ich führe heute ein Gespräch mit zwei Expertinnen vom Futtermittelhersteller Schaumann. Zu Gast bei mir sind Frau Dr. Gorniak und Frau Dr. Sander. Frau Dr. Gorniak ist Agrarwissenschaftlerin und für die Fütterung im Rinderbereich zuständig. Frau Dr. Sander ist Tiermedizinerin und hat sich auf Schweinefütterung spezialisiert. Wir starten mit dem Themenbereich der Rinderfütterung. Frau Dr. Gorniak. In der Praxis werden trockenstehende Kühe sowohl einphasig als auch zweiphasig gefüttert. Wann empfehlen Sie welche Strategie? Ja, Frau Albers, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute die Möglichkeit haben, gemeinsam zum Thema Trockensteher zu sprechen. Ja, zu Ihrer Frage. Ob einphasig oder zweiphasig, das hängt oftmals von den individuellen betrieblichen Strukturen ab. Sowohl einphasige als auch zweiphasige Konzepte können dabei gute Möglichkeiten sein zur Milchfieberprophylaxe. Einphasige Konzepte kommen meistens in eher kleinen und mittleren Betrieben zum Einsatz, denn auf diesen Betrieben ist es schwierig, zwei unterschiedliche Mischrationen für zwei Trockenstehergruppen herzustellen, einfach weil die Gruppengröße so klein ist. Auf größeren Betrieben, so ab 150, 160 Kühen, ist es aber problemlos möglich, zwei Trockenstehergruppen getrennt voneinander zu halten und zu füttern. Hier bietet sich dann die zweiphasige Trockensteherfütterung an. Und wie genau sollen die Rationen dabei gestaltet sein? Wichtig bei der Ration ist auf jeden Fall, dass die Kühe genug fressen. Das heißt, die Futteraufnahme steht im Mittelpunkt. Wir erwarten, dass Kühe mindestens im Schnitt der Trockenstehzeit 12 Kilo Trockensubstanz pro Tag aufnehmen. Weitere wichtige Punkte sind der Energie- und der Rohproteingehalt der Ration. In einphasigen Konzepten streben wir an zwischen 6 und 6,5 Megajoule NEL und Rohproteingehalte zwischen 12 und 14%. In zweiphasigen Konzepten ist der erste Teil etwas dünner ausgelegt. Das heißt, wir sprechen hier von 5,5 bis 6 Megajoule und 12 bis 14% Rohprotein. Und in der zweiten Phase ist die Ration dann deutlich enger an der Laktationsmischung mit 6,5 bis 6,7 Megajoule und 13 bis sogar 15% Rohprotein. Der Vitamin-E-Gehalt der Ration ist ein weiter wichtiger Aspekt. Hier streben wir an 2000 Milligramm pro Tier und Tag mindestens in den letzten 3 Wochen vor der Abkalbung. Wichtigstes Ziel der Trockenstehfütterung ist die Milchfieberprophylaxe. Auf welche Konzepte setzt Schaumann dabei? Ja, im Rahmen der neuen Rindervital VK Produktlinie haben wir die Möglichkeit, mit der Produktgruppe Rindervital VK One gezielt in der einphasigen Fütterung entsprechend die Rationen zu gestalten. Hier säuern wir den Stoffwechsel leicht an. Das heißt, wir senken die Anionen-Kationen-Bilanz, also die DCAB, leicht ab und legen der Ration Calcium zu. Durch diese leichte Absenkung der DCAB lernt die Kuh bereits in der Trockenstehzeit, Calcium zu mobilisieren und Calcium aus der Ration effizient zu nutzen. Für zweiphasige Konzepte bietet sich entweder das Rindervital VK Classic an. Dieses Produkt wird genutzt zur klassischen calciumarmen Trockenstehfütterung in der zweiten Phase. Alternativ dazu kann in zweiphasigen Konzepten auch auf Rindervital VKS umgeschwenkt werden. Rindervital VKS ermöglicht es, die DCAB weit herabzusetzen, das heißt in den negativen Bereich zu bringen, und mit entsprechend hoher Calciumzulage lernt die Kuh effizient den Calciumstoffwechsel zu mobilisieren. In allen Produkten habe ich die Möglichkeit, eben gute Milchfieberprophylaxe zu betreiben und mit zusätzlichen On-Top-Komponenten wie Biotin, L-Carnitin oder Cholinchlorid kann ich eben entsprechend auch den Energiestoffwechsel noch unterstützen. Die Bedeutung von Magnesium wird in der Milchfieberprophylaxe immer wieder diskutiert. Wie schätzen Sie die Rolle ein? Ja, das ist eine gute Frage, denn Magnesium ist auf jeden Fall eine wichtige Komponente, die wir bestimmt viele Jahre auch nicht genügend beachtet haben. Die genaue Rolle von Magnesium möchte ich Ihnen in der folgenden Grafik kurz erläutern. Magnesium beeinflusst die Ausschüttung von Parathormonen in der Nebenschilddrüse. Dieses Parathormon ist zum einen dafür verantwortlich, dass Calcium aus dem Knochen freigesetzt werden kann. Parathormon wird außerdem in der Niere zu Vitamin D3 aktiviert. Dieses Vitamin D3 wiederum sorgt dafür, dass die Kuh in der Lage ist, aus dem Futterbrei im Darm Calcium effizient zu nutzen. Und welche Empfehlungen geben Sie für die praktische Magnesiumversorgung bei Trockenstehern? Wir möchten gerne, dass Rationen im Trockensteherbereich ein Kalium-Magnesium-Verhältnis von unter 4,5 zu 1 aufweisen. Das heißt, je kaliumreicher die Ration, desto mehr Magnesium brauchen wir auch.
Insbesondere für den Trockensteherbereich hat Schaumann den innovativen Wirkstoff MIMAG neu entwickelt. Für MIMAG wird Magnesiumoxid mikronisiert und aktiviert. Auf diesem Weg entsteht eine poröse und stark vergrößerte Oberfläche. Das zeichnet MIMAG aus. Dadurch wird die Löslichkeit enorm erhöht und die Magnesiumversorgung der Trockensteher kann deutlich besser abgesichert werden. Daher ist MIMAG zur Unterstützung der Magnesiumversorgung der Trockensteher ab sofort auch in allen Rindervital VK-Produkten enthalten. Vielen Dank, Frau Dr. Gorniak, für den kurzen, aber intensiven Einblick. Weiter gehen wir über zum Thema der Schweinefütterung mit Frau Dr. Sander. Frau Dr. Sander, Sie haben Natupic sowohl im Versuch als auch in der Praxis getestet. Was ist das Ziel von Natupic? Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich kurz, das Natupic-Konzept für die Schweinemast vorstellen zu können. Das Ziel hinter Natupic ist eine weitere Entlastung der Stoffstrombilanz und damit des Nährstoffkontos durch eine Reduktion des Sojaanteils in der Mischung um bis zu 3%. Und welche Erfahrungen haben Sie gemacht im Hinblick auf den Magerfleischanteil von Schweinen? Grundsätzlich haben die Landwirte natürlich recht, dass wir gewisse Bedenken haben, dass wenn man sehr stark Rohprotein reduziert, dass der Magerfleischanteil darunter leidet. Da möchte ich gerne ein Beispiel aus der Praxis bringen. Einer unserer Kunden, der von Anfang an mit dabei war und im Rahmen des Natupic-Konzepts die Rohproteingehalte in den Mischungen Vormast, Mittelmast, Endmast auf 16,5, 15 und 13,5% reduziert hat, über das gute Jahr, dass er die Mischung jetzt schon einsetzt, in der Schlachtabrechnung im Magerfleischanteil immer konstant bei 60-62% gelegen hat. Das deckt sich auch mit den Versuchsergebnissen, die wir im Vorfeld natürlich erhoben haben und dem Feedback, das wir aus der Praxis bekommen von den landwirtschaftlichen Betrieben. Wir haben trotz der starken Absenkung keinen negativen Effekt auf den Magerfleischanteil. Sie haben es eben bereits erwähnt, in Natupic ist das Fermentprodukt Ceravital XP enthalten. Wie genau wirkt Ceravital XP? Um das besser darstellen zu können, habe ich eine Abbildung mitgebracht. Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass das Rohprotein, das in unseren normalen Komponenten enthalten ist, ob das nun Getreide oder Soja ist, nicht komplett frei verfügbar ist für das Tier. Entweder weil es in der Zelle gebunden ist oder in der Faserfraktion quasi gefangen oder durch andere Bindungen nicht verfügbar ist für die Enzyme, die das Tier im Dünndarm selbst produziert. Hier setzt Ceravital XP an, und zwar macht Ceravital XP das Rohprotein aus der Zelle, aus den Faserstrukturen verfügbar, spaltet Verbindungen ab, die sonst den Abbau und die Verdauung vom Rohprotein hemmen, sodass ich eine höhere Rohproteinverfügbarkeit, eine höhere Aminosäurenverdaulichkeit aus den Produkten, die ich ohnehin in der Futtermischung habe, erreichen kann. Vielen Schweinehaltern fehlt einfach Güllefläche und die Gülleabgabe ist eine sehr teure Alternative. Wie kann Natupic da helfen? Dazu habe ich einmal eine Aufstellung mitgebracht. In der Tabelle kann man sehen, wenn ich nebeneinander stelle die offiziellen Vorgaben der DLG zur N&P-reduzierten oder sehr stark N&P-reduzierten Fütterung, dass ich eine kontinuierliche Reduktion des Stickstoffanfalls habe. Wenn ich dann noch daneben stelle ein Mastkonzept mit einem Natupic M120, also mit 12% Lysin, dann kann ich sehen, dass ich den Stickstoffanfall nochmal um weitere rund 30% reduzieren kann im Vergleich zu den Ergebnissen bei einer sehr stark NOP-reduzierten Fütterung. Für die Güllefläche heißt das, wenn ich keine Lager- und Ausbringverluste berücksichtige, dass nochmal 4,5 Hektar pro 1000 Mastplätze eingespart werden können, sodass der Landwirt doch auch von der Güllefläche her einen Vorteil hat. Futter ist ein weiterer wichtiger Kostenblock für den Mester, vor allen Dingen in der jetzigen Hochpreisphase. Wie viel Soja kann der Mester einsparen und was macht das dann unterm Strich aus? Wir kalkulieren im Mittel mit einer Reduktion von 2% Soja in der Futtermischung, von vorne bis hinten. Das heißt, bei 1000 Mastplätzen kann der Landwirt 16 Tonnen Soja im Jahr einsparen, wenn er 2% Soja in der Mischung reduziert. Bei einem aktuellen Marktpreis von 46 Euro für den Doppelzentner frei Hof, wobei die Tagespreise, habe ich heute Morgen erst gehört, noch höher liegen aktuell, bei um die 50. Aber wenn ich mit 46 Euro kalkuliere, dann habe ich pro 1000 Mastplätze im Jahr eine Ersparnis von 7.300 Euro, nur über die Sojaeinsparung. Da, wie gesagt, keine freien Aminosäuren zusätzlich eingesetzt werden müssen, sich der Mineralfutterpreis also nicht erhöht,
kann der Landwirt die Reduktion der Futterkosten voll mitnehmen und hat tatsächlich nicht nur eine Ersparnis in der Güllebilanz und im Nährstoffkonto, sondern auch der Geldbeutel wird weniger belastet, weil auch das Futterkonto entlastet wird. Vielen Dank, Frau Dr. Sander. Ich danke Ihnen beiden, Frau Dr. Gorniak und Frau Dr. Sander, für die spannenden Ausführungen und den kurzen, aber intensiven Einblick in die Neuheiten von Schaumann.